Hallo und herzlich willkommen bei dem Podcast-Interview. Wie sich es bei einem Interview so gehört, habe ich auch einen Gast, virtuell bei mir. Sie war jahrelang im SRF, bei Sendungen wie Eigermönch und Kunz, 1 gegen 100, die grössten Schweizer Talente oder auch Darf ich bitten. Sie ist aber auch seit vielen Jahren Schauspielerin in Film und Theater, hat in der ganzen Schweiz schon gespielt, Hechtplatz in Zürich, Casino Theater Winterthur oder auch im Turbinentheater in Langnau, wo sie immer wieder anzutreffen ist. Ich begrüße ganz herzlich Susanne Kunz. Hallo. Hallo Frank, hallo zusammen. Schön, bist du da. Schön, darf ich mit dir das Gespräch führen. Ich habe es vorher gerade angesprochen. Du spielst auch in Theater und Film. Viele kennen dich vom Moderieren. Was war eigentlich zuerst? War es zuerst Schauspiel oder zuerst Moderation? Und wie hat sich das so entwickelt? Also, ich habe schon als ganz, ganz kleines Kind durch meinen Vater, der in einer Laientheatergruppe Theater gespielt hat, Zugang gehabt zum Theater. Ich bin immer zuschauen bei diesen Proben. Ich habe immer mit Profiregisseuren gearbeitet und das hat mich von Anfang an sehr fasziniert. Also die Schauspielerei war, glaube ich, schon zuerst gewesen. Ja, und nachher bist du vom Schauspieler bist dann irgendwie das Moderation, die Moderationsbranche reingerutscht, oder? Ja, wirklich mehr oder weniger. Also ich habe einfach immer Theater gespielt und eigentlich immer Schauspielerin werden. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich so, wenn wir Schule müssen, Präsentationen machen, Vorträge halten und so, dass ich das eigentlich immer sehr gerne gemacht habe. Dass ich das immer als besondere Herausforderung empfunden habe und das eigentlich auch genossen habe, dass man so etwas präsentieren kann und vor den Leuten stehen. Und dann habe ich mich beim Schweizer Fernsehen beworben, aber mehr so für einen Laienfilm mitspielen für die damalige Sendung Schlips. Und dann habe ich das spät eingeschickt und das ist dann in eine Moderationscastingsschlaufe reingerutscht. Und dann konnte ich ein Casting machen als Moderatorin. Und ich finde, das ist eigentlich berufsverwandt zur Schauspielerei, hat mich das dann auch sehr, sehr gereizt. Also, und dann habe ich den Job bekommen, also ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind und habe dort davon lernen. Also einfach davon arbeiten. So. Ja. Okay. Ja, mega spannend. Du sagst eben, dass es Berufsverband ist, eigentlich Moderation und Schauspiel. Wo siehst du denn die grössten Parallelen zwischen Schauspiel und Moderation in der Ausführung oder auch in der Vorbereitung? Ich finde eben, moderieren ist nicht, wenn ich als Moderatorin etwas gemacht habe, habe ich immer das Gefühl gehabt, ich will wie in eine Rolle schlüpfen. Und das war auch das gewesen, was ich gemerkt habe, ganz am Anfang, als ich bei UPS habe, moderieren, vorher noch nie moderiert habe, ist wie so für mich die Herausforderung gewesen, dass ich wie muss ein Moderations-Ich finden, das eigentlich recht nah ist bei mir, aber ich muss ja gleich in eine gewisse Haltung hineinkommen, dass ich diesen Anforderungen kann gerecht werden kann, gleich authentisch überkommen. Und dann ist es darum gegangen, welche Facetten von mir oder welche Facetten brauche ich oder welches Lämpchen muss angehen oder in welche Haltung muss ich reinkommen, für das ich die Moderatorin bin. Ich kann ja gleich nicht privat herstehen. Und das ist eigentlich beim Spielen ähnlich. Man hat zwar einen Text und kann sich so in eine Persönlichkeit hineinschaffen, aber beim Moderieren habe ich auch gefunden, muss man sich wie so eine Rolle aneignen, die halt im besten Fall möglichst authentisch wirkt. Mhm. So. Okay. Man hat ja auch beim Moderieren einen Text, den man muss auswendig lernen und sich aneignen. Klar, diese Sachen können spontan passieren, aber man muss sehr wachsam sein, man muss irgendwie sich selber beobachten, was man macht. Wie stehe ich hier, wie wirkt ich das? Und gleichzeitig total loslassen. Und das, glaube ich, ist bei Schauspielerei sehr ähnlich. Die Handbremse lösen und gleichzeitig so den inneren Dialog permanent führen. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Was habe ich gesagt? Oh, da habe ich mir versprochen, ist gleich. Die Information habe ich noch nicht gesagt. Okay, dann muss ich jetzt dort weiter, dass die Information noch reinkommt. So, oder? Mm-hmm. Und wir moderieren sich auch ein bisschen schminken und legen etwas an. Das ist bei Präsentationen, denke ich, allgemein etwas, wo vielleicht die Leute vergessen, was lege ich an morgen? Wie schminke ich mich? Welche Schuhe stehe ich morgen her? In welchen Schuhe fühle ich mich wohl? Wie stehe ich dort? Das sind auch so schauspielerische Tools eigentlich. Ja. Du hast gesagt, eben die Authentizität bewahren beim Auftreten. Eben, und
vielfach wird über Schauspieler gesagt, eben, du schlüpfst in eine Rolle rein, du bist völlig etwas anderes und als Vortragende, Präsentierende versuchst möglichst dich selber zu sein. Aber du hast gesagt, man zeigt, oder man entscheidet sich für bestimmte Facetten von sich selber zum Zeigen. Wie gehst du das an, dass du sagst, ja, ich bin zwar eine Rolle, auch als Moderatorin, aber gleichzeitig authentisch? Ja, das ist jetzt. Ich habe nicht das Ding gelernt. Irgendwann entwickelt mir den Mechanismus und weiss genau, welches Schalterli anlässt. Dann war es einfach ein Ausprobieren gewesen, immer wieder machen, halt, immer wieder herstehen. Das war eigentlich nicht eine bewusste Entscheidung gewesen. Es ist, glaube ich, selber vom eigenen Gefühl ausgegangen, okay, heute habe ich mich wohl gefühlt. Gestern habe ich mich nicht wohl gefühlt. Was habe ich eigentlich anders gemacht? In der Vorbereitung zum Beispiel habe ich den Text nicht so gut können. Ich glaube, Textsicherheit ist bei der Präsentation auch extrem wichtig, wie beim Theaterspielen natürlich auch. Das ist eine schwierige Frage. Wie entscheidet man sich für, oder warum entscheidet man sich für welche Facetten? Ich habe einfach immer gefunden, als beim Präsentieren, ich möchte eigentlich Selbstsicherheit ausstrahlen, weil es gibt nichts Unangenehmeres für jemanden, der zuschaut, jemanden, der auf der Bühne ist oder im Fernsehen etwas sagt, und man merkt, diese Person ist unsicher. Ich glaube, das ist es. Also ich habe mich wirklich versucht, darin zu üben, möglichst selbstsicher zu wirken und so das Selbstsichere in mir innen können, an das anzudocken und in das reinzugehen. Ja. Unsicherheit auf der Bühne, finde ich, wirklich ist der Tod. Für die Zuschauer ist es einfach nicht spannend. Wie kann man möglichst die Leute begeistern, indem man eigentlich strahlt, indem man dort steht und findet, hey, ich bin zwar nicht jetzt eine arrogante Kuh, die hier findet, ich bin die Beste, aber man muss souverän wirken. Und ich glaube, das Souveräne muss man suchen, weil das hat jeder. Jeder ist, klar, die Leute sagen von sich, ich bin gar nicht souverän und so, aber wirklich sagen, mal, ich will souverän wirken und mit was hat das zu tun? Das hat aber ganz viel mit Vorbereitung zu tun. Vorbereitung im Text, in den Körper hineingehen. Wenn man weiss, okay, ich habe immer extremes Herzklopfen in den und den Momenten, wenn ich auf die Bühne muss und Knöpfe anfangen zu zittern. Okay, wie kann ich mich vorbereiten, dass das nicht ist? Und das macht mich unsouverän, dass man von der Stimme verschlägt. Oder wenn meine Stimme zittert, dann merke ich ja, oh, meine Stimme zittert. Und dann fange ich mich selber an, oh, jetzt zittert meine Stimme. Und dann wird die immer wie unsouveräner. Oder? Und meistens merken die Leute draussen auch gar nicht so extrem, dass die Stimme zittert. Das hat man meistens selber viel mehr das Gefühl. Ja. Und dann nach jedem Auftritt wie so eine kleine Analyse machen und schauen, wie kann ich mich nächstes Mal vielleicht besser vorbereiten. Sind die Zettel zu klein geschrieben gewesen, zum Beispiel? Ich habe es plötzlich nicht mehr gesehen, der Nervosität, wenn irgendwie der Blick ein bisschen von flimmern und all so Zeug. Oder das, wenn du dann das Adrenalin reinpfeift, dann hast du manchmal so komisches Zeug, was passiert, aus flimmern. Du siehst, du musst vielleicht den Text grösser machen das nächste Mal. Also immer die Vorbereitung analysieren nach einem Auftritt, oder? Und dann kommt man mit der Zeit, glaube ich, drauf, okay, glaube, das funktioniert für mich. Die und die Vorbereitung, die und die Schriftgrösse, so müssen die Kärtchen geklebt sein, die Schuhe muss ich tragen, dann geht's. In diesen Schuhen ist es gar nicht gut gegangen, wo ich auf den Fersen stehe und das Gefühl habe, ich kippe gegen hinten. Oder einfach so, ein bisschen so Sachen, glaube ich. Das ist sehr individuell. Ja, es hat mega viele Aspekte. Sprichst du es an, die Vorbereitung ist extrem wichtig. Und natürlich die Souveränität eben überträgt sich natürlich auch aufs Publikum. Die Souveränität gibt Vertrauen, gibt Beruhigung. Und das Unsicherheit, das tut sich, eine Unsicherheit tut sich auch übertragen. Genau. Und die Unsicherheit, das ist aber vielfach, hat das auch mit Lampenfieber und Nervosität zu tun. Wie gehst du das an? Merkst du einen Unterschied zu früher, dass du weniger Lampenfieber hast? Merkst du immer noch Aufregung, wenn du einen Auftritt hast? Ja, ja, also das ist das Lampenfieber wird schlimmer, weil man nicht mehr den Jugendbonus hat. Oder dann, als ich angefangen habe, war ich knapp 20 und wusste, ja gut, ich kann das jetzt mal ausprobieren. Wenn es nicht geht, dann kann ich immer noch irgendwie etwas anderes machen oder so, wenn es nicht holt. Aber ich glaube, der Anspruch an sich selber steigt auch permanent und darum wird man auch nervöser, weil man es noch besser machen will, weil man findet, ja, ja, jetzt 20 Jahre Berufserfahrung, also irgendwie sollte jetzt da nicht ablusen. Und andererseits kenne ich mittlerweile auch die verschiedenen Formen von Nervosität. Es gibt manchmal die Nervosität, die 2 Sekunden bevor
Show oder etwas losgeht, dann packt es dich und dann denkst du, wow. Dann gibt es die, die den ganzen Tag sich schon steigern, die sich ein bisschen merkst, Bauch, Verdauung, so ein bisschen, es wird so ein bisschen von Gramseln im Bauch und so. Das hat dann auch ein bisschen mit Erfahrung zu tun, aber Nervosität, glaube ich, umwandeln als Energie in etwas Positives, dass es eben eigentlich etwas ist, wo könnte, dass es eben nicht muss lähmen muss, dass man nicht Angst haben muss vor Nervosität, sondern dass es nützt. Das ist eigentlich auch so ein Clou, dass man nicht denkt, shit, ich bin nervös, sondern okay, es kommt eine Anspannung, das Adrenalin kommt, das wird mir zu Höchstleistungen antreiben, das hilft mir, oder? Man kann so anschauen und das hilft auch sehr, finde ich. Mhm. Ja. Und dann kann man die Nervosität und das alles einfach auch beruhigen, mit Schnaufen zum Beispiel oder kurz bevor man rausgeht, wirklich finden, okay, ich weiss jetzt nicht mehr, wie der Text geht oder was ich dir sage. Aber ich habe es ja gelernt. Also ich gehe davon aus, dass die, die auf der Bühne stehen und den Text oder etwas sagen wollen, dass die den Text daheim für sich durchgemacht und nicht das erste Mal auf der Bühne machen. Das ist etwas ganz Wichtiges. Und dann in dem Moment einfach finden, okay, jetzt habe ich das Gefühl, ich habe nichts mehr. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man so ein Blackout hat. Hängen auf den Bauch, in den Boden abschnaufen, so ein bisschen so Zeug, sich verwurzeln, die Füße spüren, die Hänge spüren. Und dann finden, okay, es kommt dann schon gut. So einfach und dann raus. Ja. Und Handbremse lösen. Nicht in dem Innen verhocken, in dieser Angst innen verhocken. Aber das ist leichter gesagt. Aber es gibt so Technik eben mit Schnaufen. Und das ist dann wieder sehr schauspielerisch, glaube ich. So in den Körper reinkommen. Ja. Und aus dem Kopf raus in diesem Moment. Wenn man sich vorbereitet hat, kann man darauf vertrauen, dass das dich schon kommt. Ja, das, ja, Vorbereitung ist an so, ja. Einfach schon, ja. Ja. Ja, und das ist auch ein spannender Aspekt, den ich mal letztens gehört habe, dass eigentlich, ich sage jetzt, Nervosität, Angst und Aufregung, der einzige Unterschied ist, dass Nervosität oder die Angst eigentlich die Aussicht ist auf ein negatives Resultat und die Aufregung Aussicht auf ein positives Resultat, aber im Körper geht sonst genau das Gleiche ab. Genau. Also wenn man diesen Switch machen kann, ist schon sehr wertvoll. Genau, wenn man das Gefühl hat, der Tiger frisst dich auf der Bühne, dann ist es eine andere mentale Ausrichtung, als wenn du sagst, okay, ich gehe jetzt mit dieser Energie raus und ich werde die Leute packen mit dem und die Leute begeistern und die Leute die Aufmerksamkeit holen von den Leuten. Und dann, wenn man ja dann plötzlich merkt, okay, die ersten paar Sätze, die gelingen, dann geht das auch in eine Resonanz. Oder? Wenn du souverän wirkst oder langsam in eine Ruhe kommst, dann ist das Publikum auch entspannt. Und dann gibt es in diesem Live-Moment, wo es ja dann ist, gibt es wie so eine Wechselwirkung. Aber wenn du dort vorne vom Tiger gefressen wirst, dann hat das Publikum das Gefühl, die wird vom Tiger gefressen. Und dann gibt es eine ganz, ganz krasse, auch durch so Spannung im ganzen Saal. Und das überträgt sich dann wieder auf dich und dann wird es nicht besser. Und dann eskaliert es wahrscheinlich. Rein so in dir innen mit der Nervosität. Ja. Und jetzt noch, es gibt verschiedene Ängste, bevor man auf die Bühne geht. Unter anderem ist auch vielfach eine Angst da, dass nicht alle, aber vielleicht einzelne einem nicht so mögen. Mhm. Und ja, ich habe natürlich auch mich informiert und auch gelesen, dass du in deinen Jahren auch immer sehr polarisiert hast in deinen Auftritten. Dass der SRF immer so viele Zuschriften bekommen hat, sie ist mega super und andere denken, ja, sie ist mega schrecklich. Ja. Wie bist du mit dem umgegangen, dass du wahrscheinlich auch gewusst hast oder dir bewusst gewesen bist, dass es wirklich so, ich sage jetzt, wie zwei Lager gibt von Leuten, die dich mega super finden und andere, die dich nicht so gerne sehen? Also ich muss sagen, es hat schon Momente gegeben, was mich hat mögen, natürlich. Aber ich habe auch immer wieder versucht, also ich habe es eigentlich auch immer wieder sehr beruhigend empfunden, dass die Leute einfach finden, die kann ich nicht sehen. Weil dann habe ich irgendwie gewusst, okay, auch bin ich bei mir geblieben und die müssen ja mich nicht schauen. Die müssen mich nicht schauen, sich abstellen. Es hat genug, wo das denen gefällt, was sie machen. Aber mir hat es eigentlich am Schluss immer beruhigend, dass ich nicht allen gefallen, und das fände ich komisch. Es kann doch niemand allen gefallen. Und ich glaube, das ist wie ein Verrat und eine Anbiederung dem Publikum gegenüber, wenn man plötzlich allen würde gefallen. Also ich fände das irgendwie ein bisschen beunruhigend. Das war für mich eigentlich immer ein Zeichen gewesen, dass ich glaube, authentisch geblieben bin. Ja. Aber es hat schon Momente gegeben, wo man denkt, ja, okay, das ist jetzt
wenn man vor allem selber weiss, das hat man nicht gut gemacht oder man ist nicht ganz authentisch gewesen und dann merken das die Leute oder schreiben, werden hässig, dann hat es mich immer am meisten mögen, wenn ich selber mit meiner Leistung nicht zufrieden war. Aber so grundsätzlich, dass man nicht allen gefällt, das ist so jetzt in den letzten 20 Jahren, das habe ich gelernt. Oder, und es hilft einem auch nicht, wenn man auf der Bühne steht und den Fokus bei denen hat oder bei den möglichen Personen, die einem den nicht mögen oder die geistig in sich hineinfinden, ja, ist das eine schreckliche Person, was hat die an? Dann ist der Fokus am falschen Ort. Ich glaube, man sollte wie so zu einer Masse sprechen. Und sobald man weiss, okay, der hockt drinnen, das ist mein Chef, der findet mich scheiße, oder das ist mein Arbeitskollege, der findet mich scheiße, dann gibt man denen die Macht mental, dass sie einem dominieren auf der Bühne und dem schwächen. Und dort finde ich, dort kann man wie so mental daran arbeiten, dass man wie so zu einer Masse spricht und vor allem bei sich bleibt und eigentlich so ein kleiner Schutz, wie so sich definiert, bis woher kommen die Gedanken von den anderen. Das ist ein bisschen energetisch, esoterisch, aber ich finde, so Zeug hilft. Und nicht an den Einzelnen denken, sondern dass es im Kopf raus tut. Das ist nicht immer so einfach, aber das ist auch eine Technik. Es gibt den Einzelnen so viel Macht und scheitert dann wegen so Sachen, die vielleicht gar nicht so sind. Man weiß es ja einfach nicht. Es spielt auch keine Rolle. Es geht darum, was mache ich hier auf der Bühne, was will ich machen. Und um das geht es, den Fokus bei sich zu behalten. Und das kennen ja vielleicht Schauspieler auch auf der Bühne, dann macht man einen Fehler oder es gelingt einem etwas nicht. Und dann ist man während einer ganzen Vorstellung sich selber abmachen, innerlich. Und sagt, das habe ich nicht gut gemacht, scheiße, heute läuft es nicht gut, scheiße, heute läuft es nicht gut. Das ist Horror. Das ist so ein Energiefresser, aus dem wieder rauszukommen, das immer wieder zu üben, zwingt doch gleich. Das ist passiert, jetzt wieder, was mache ich hier? Wo ist der Fokus? Wo ist die Konzentration? So, sich so zurückbesinnen auf das, was man macht und nicht auf das, was von außen könnte gesehen werden. Ja. Nicht selber fertig macht, innerlich. So. Ja. Ja, und eben, ich meine, der Fokus ist ein extrem wichtiger Punkt, finde ich auch. Eben, du sagst es, wenn der Fokus eigentlich ist, eben, was mache ich, wie wirke ich, dann ist der Fokus ja wirklich sehr auf die Wirkung, die man hat. Und du hast selber gerade gesagt, dass der Fokus dort an muss, was mache ich überhaupt, was ist mein Ziel, sei es als Schauspielerin oder als Moderatorin. Genau. Weil du hast wahrscheinlich auch als Moderatorin oder als Schauspielerin hast du ein Ziel. Ja, ein Auftrag, was willst du vermitteln, was mache ich in dem Moment, was ist in dem Moment, welche Moderation, das ist eine Anmoderation von einem Gast, das ist ein Interview, was will ich hier, wie, also das ist wirklich der Fokus bei sich behalten, ich glaube, das ist ganz wichtig, nicht wegziehen ins Publikum runter und dann in dieser Angst sein, dass eben jemand schlecht finden könnte, weil es findet dann immer jemand schlecht. Oder man könnte ja denken, wow, da unten sind ganz viele, die ich gut finde, aber das macht man ja dann nicht. Man würde lieber an die denken, die ihn schlecht finden, anstatt zu finden, hey, ich mache jetzt ganz viele Leute vielleicht einfach auch eine Freude. Und sich auch sagen, ich habe das gelernt, ich gehe da raus, ich kann das, es werden Sachen passieren, die ich jetzt noch nicht weiss, ich werde darauf reagieren können. Das sind so Mentaltrainings, die man machen kann. Das habe ich zum Beispiel bei der Tanzsendung, darf ich bitte extrem festgemacht, weil ich mich dort nicht an die Schnur klammern konnte. Ich habe mich nicht rausreden. Ich wusste, ich kann dort nur, ich gehe dort mit dem Körper etwas zeigen, wo wir 100-mal trainiert haben und in dem Moment möchte ich versuchen, das zu zeigen und die Freude auszustrahlen, die es mir macht. Aber, und dort habe ich mich extrem mental ganz viel so mit Affirmationen darauf vorbereitet. Ich gehe dort her, ich mache das fehlerfrei, ich werde souverän wirken, ich werde das alles können so platzieren, wie ich will. Die Hebefigur wird klappen. Also wirklich einfach so Brainwash auf die positive, oder negative Brainwash, da haben wir ja permanent, da sind wir Meister drin, oder? Und das hilft einfach nichts. Und das heisst, es hat ja nichts damit zu tun, dass man arrogant ist oder sich die Beste findet. Aber ich glaube, alle, die vorne stehen, sind mehr gebeutelt von den negativen Glaubenssätzen, wenn man es jetzt so sagen will. Ich kann das nicht, und auch bin ich nicht so gut, und scheiße, meine Sprache ist doch, und ich sehe blöd aus, und das ist auch nicht gut, als sich zu sagen, jetzt stehe ich her, und das kann ich. Und das ist ganz wichtig, oder? Ja, du hast dann wie die selbsterfüllende Prophezeiung, sei es im Negativen oder im Positiven. Genau. Mhm. Ich finde, man darf sich gut ein bisschen drin üben, positiv sich auf so etwas vorzubereiten und sagen, wie wird die sein, so wird die sein. Oder wie man es bestmöglichst
Und ich werde mich so fühlen, ich werde wohl sein, ich werde souverän sein, meine Stimme wird schön bödelt sein, ich werde mit meinen Händen gestikulieren. Einfach so, sich so ein bisschen vorstellen, sich ausmalen, wie möchte ich dort wirken. Und ich glaube, das, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das hilft. Ja, ja, super. Ja, nein, aber es ist etwas, wo eben viele malen sich aus, was könnte alles schief gehen. Und dann ist auch eben der Glaubenssatz, die Einstellung und die Wahrnehmung genauso. Und wenn dann etwas so passiert, dann macht man sich fertig, anstatt dass man sich so positive Sachen vorstellt und sich ab denen freut, wenn die funktionieren. Genau. Wow. Und auch weiss, auch passiert noch etwas, was ich jetzt noch nicht weiss, dann reagiere ich dann drauf. Ja. Oder? So ein bisschen die gewisse Lockerheit drin und auch eine Freude zu haben. Ich finde eben meistens, so viele Leute haben so Angst und freuen sich gar nicht auf so etwas. Klar, für die Leute ist es wirklich etwas ganz Schwieriges. Die Leute hassen es, vor Leuten herzustehen, weil sie so zu wenig geübt haben, weil man so man zu wenig übt, weil man es zu wenig macht und man es nicht gerne macht, dann verschließt man sich dem und hat die Einstellung, ich hasse das, ich hasse den Vortrag, den ich muss halten in der Schule oder so. Dort denke ich schon, ist die Einstellung Sache, weil man muss einfach manchmal etwas präsentieren. Und wenn man das regelmässig macht, dann gibt es wirklich Werkzeuge. Ich finde auch eben den Körper nicht, sich körperlich auch vorbereiten vor einem Auftritt. Weißt du, zum Beispiel, was machen Schauspieler ja viel, zu Mau, so Sachen mit dem Mau, vorab rollen, die Atmung wecken. Einfach, dass man auch schon dass das Werkzeug funktioniert, wenn man muss reden, dann muss das, muss man den Text gecatchet haben. Und das hilft. Und dann kommt man sich auch ein bisschen blöd vor, wenn man Backstage so macht. Aber das hilft. Ja, aber das ist ja wie eigentlich das Aufwärmen vor dem Sport, wie der Fußballer am Anfang seine Beine austreibt und so. Dann, ja, an sich sieht es ja komisch aus, aber man kennt es, jeder weiß, das macht jetzt halt ein Sportler, wenn er sich aufwärmt. Genau. Und das ist genau das Gleiche, noch wenn das eine Disziplin für den Stand etwas präsentieren und dann wärmt man sich auf und bereitet den Körper auch darauf vor, bereitet die Stimme darauf vor, den Text den kann man lernen, aber wenn man jetzt andere vernachlässigt, ist man dann plötzlich auch mit der Nervosität, wird man übermannt. Oder plötzlich hat man ein trockenes Mund, was man ja sowieso immer hat, wenn man nervös ist. Aber wenn man vorher das Mund schon ein bisschen aufgewärmt hat, dann kann das Mund oder können die Muskeln besser damit umgehen, wenn es halt ein bisschen trockener ist. Oder? So sehe ich das. Und eben, du redest viel eben von Vorbereitung. Hast du für dich in den letzten Jahren so ein Vorbereitungsschema erarbeitet? Oder hat sich da irgendetwas entwickelt, wo du sagst, du gehst immer gleich vor, sag jetzt ein paar Wochen vorher, ein paar Tage, ein paar Stunden oder ein paar Minuten vor deinem Auftritt? Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Eventmoderation habe, dann bekomme ich irgendwann die Informationen vom Ablauf. Und dann bekomme ich die Informationen inhaltlich und weiss, was ich noch muss reinbringen, welche Moderation. Dann fange ich mir von Ablauf aufschreiben, an Moderationen, damit ich das mal das Gerüst bauen. Und ich weiss, okay, das muss man. Dann setze ich die Sachen, die ich schon habe, setze ich ein und weiss nachher, wie schön mit Farben arbeiten, weiss, das muss ich noch selber schreiben, da muss ich noch Informationen zu einem Künstler recherchieren, etc. Dann mache ich mir mal einen schönen, sauberen Ablauf mit Farben. Wenn es ein komplexer Ablauf ist, dann weiss ich zum Beispiel, das die gelben Sachen sind Anmoderationen, die roten Sachen sind Interviews, etc. Und nachher, wenn ich das mal super habe, drücke ich das aus und tue es auf Kärtchen kleben. Nachher fange ich von sicher einen Tag vorher, wenn ich zwei Tage vorher, fange ich daheim hier den Text auswendig lernen. Auswendig lernen, ablesen, machen wir Notizen rein, wo stolpern ich, wo ist etwas Wichtiges, unterstreichen vielleicht noch mal ein bisschen, machen wir so meine Kärtchen. Wenn man drauf schaut, ist das manchmal so, das würde jetzt keiner verstehen vielleicht. Aber ich versuche auch nicht zu viel drin zu, sondern mehr mit Farben zu arbeiten, dass ich mein Gerüst habe. Und dann habe ich schon zwei Tage, bevor ich eine Moderation habe, schon visuell den Text mir auch einverleibt. Und ich weiss, an was ich mich halten kann, wenn ich daraus gehe. Zum Beispiel aufgrund der Farbe, aufgrund der Textpassage etc. Und dann gehört auch dazu, dass ich mir überlege, also zum Beispiel, ich will so wenig Stress wie möglich haben. Das heisst, ich von einem Tag vorher drucke ich mir meine Anfahrtsrouten ausdrucken oder meinen Fahrplan, meinen Zugfahrplan. Ich überlege mir zwei Tage sicher vorher, was lege ich an? Ist das glättet? Welche Schuhe habe ich? Hole mein Köfferli, packe das ein. Wie schminke ich mich? Schminke mich jemand? Schminke ich mich? Was mache ich?
Dass ich einfach weiss, ich habe nicht am Tag selber, jetzt ist das Röckchen nicht gelettet, du Scheiße. So Zeug einfach vermeiden, Stress vermeiden. Und nachher, am Tag selber früh genug dort sein, schauen, dass man nicht irgendwie zu spät herkommt, dass man weiss, wo kann ich mich umziehen, wenn ich mich muss umziehen. Oder und was ich auch mache, ich immer noch den Text das zweite Mal ausdrucken, tue zwar nicht auf die Kärtchen kleben, aber ich habe ihn dabei. Und wenn ich die Kärtchen verliere, dann ist es blöd. Oder ich tue auch meine Kärtchen nummerieren, weil sie mir einen Boden fallen, Backstage, weil ich keine Nummerierungen habe. Dann weiss ich nicht mehr, wie der Ablauf ist. Einfach alles, wo, alle Eventualitäten, die du den Stress bereiten mal vorgängig schon ein bisschen eliminieren. So. Also eben auch, was lege ich an? Das überlegen sich ganz viel nicht bis am Morgen. Und dann kommen sie in Stress, weil sie plötzlich nichts haben. Oder weißt du, weil man sich nicht wohlfühlt in nichts oder so. Das sind alles so Faktoren, oder? Ja, oder weil das, was man gerade dann anlegt, gerade eben im Waschkorb ist oder so. Genau, also das gehört auch dazu. Man steht her und die Leute schauen an, und je wöhler, dass man ist, desto besser, oder? Ja. Also. Ja, ich glaube, wir haben eigentlich so wie so nicht, was ich wollen wissen für den Moment. Gibt es noch etwas, wo du sagst, also ich sage jetzt einen Tipp, und jetzt würdest du sagen, für eben Leute, die Leute mit anstehen, präsentieren, etwas vortragen, wo du sagst, ja, das, wenn du etwas mitnimmst, nimm das mit und konzentriere dich auf das, damit der nächste Vortrag, ich sage jetzt, besser läuft vom Gefühl her oder grundsätzlich. Ja, vorher vielleicht, für den ist es vielleicht ein Foto von den Kindern, wo irgendeinen anderen Wert reinbringt, den man sonst im Leben hat, oder? Wo man weiss, ich bin eine gute Mutter, oder das ist mein Schätze, das mit der, dort läuft es gut, also vielleicht ist es ein Foto, das vorher anschaut. Ich finde halt, man hat es selber und ich finde die Hände auf den Bauch legen und schnell finden, da bin ich, alles ist gut, ich werde nicht sterben. Nur so ein Glaubenssatz oder eine Affirmation, wo man sich vorher mitnimmt und überlegt und die dann wirklich auch sagen, bevor man rausgeht. So, das ist eigentlich vielleicht so etwas, für dich ist es ein Foto, vielleicht ist es für dich irgendein Kreuzchen oder irgendwas, sonst etwas, ein Köttchen. Aber eigentlich hat man sich, und alles ist gut. Oder einfach so wie ein Talisman, sag ich jetzt, irgend so ein bisschen. Oder es gibt auch so Ankerpunkte, die man festlegen kann im Voraus am Körper irgendwie, dass man zum Beispiel findet, okay, mir tut es gut, was beruhigt mich, wenn ich mit Hängen auf das Brustbein lege, zum Beispiel hier draufklopfen, die Thymusdrüse, glaube ich, das ist so ein super Stressabbauer, das kann man machen. Aber wenn man ein Dekolleté hat, hat man eher ein rotes Dekolleté. Also das ist jetzt für Männer vielleicht ein bisschen einfach oder geschlossene Kleider, aber das ist zum Beispiel eine super Übung. Einfach schnell auf die Thymusdrüse klopfen, so Zeug. Wenn das System ein bisschen runterfährt und die Nervosität nimmt. Ja, ich habe gesehen, das hat der Matthew McConaughey hat das auch, macht das auch. Und das haben sie dann mal eingebaut, die Wolf of Wall Street. Und nicht. Also, ja, das ist so, es gibt so. Und dann kann man ja auch ein bisschen recherchieren, was gibt es für Techniken, für das vegetative Nervensystem ein bisschen runterzufahren, wo irgendwie in Aufruhr ist, oder? Ja. Ja. Ja, nein, super. Ich danke dir ganz vielmals für deine Insight-Informationen. Ja, danke dir für die spannenden Fragen. Ja, sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut, dich als Gast hier zu haben. Ich hoffe, euch hat das auch ein paar wertvolle Inputs gebracht für euren nächsten Vortrag. Und ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spass bei eurem nächsten Vortrag und wünsche euch eine gute Zeit und bis bald.